Hi-ho, meine Freunde, und nach dieser kleinen Sandfarming-Einlage erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast. Jo, beim letzten Mal haben wir eine relativ erfolgreiche Mining-Tour hinter uns gehabt und jede Menge Zeug eingeschmolzen, was ich erstmal wieder, oh mein Gott, erstmal alles sortieren und einlagern. Und ich dachte mir, ich farme einfach mal einen Arsch voll. Ein Arsch voll Zeug, hier Sand, das sich da nennt. Und das werde ich auch gleich sofort einschmelzen. Denn ich weiß, ich werde eine Menge Glas brauchen. Jede Menge Glas. Ich weiß gar nicht, warum habe ich die Schneebälle eingesammelt? Ich könnte mir jetzt Schneeblöcke machen. Ich könnte es aber auch lassen und die Dinge einfach wie so ein Berserker durch die Gegend schmeißen. Ich glaube, das mache ich sogar. Moment, das hat noch nicht gereicht. Mörserangriff! An alle Monster da draußen, ihr werdet keine ruhige Nacht haben. Die Schneebälle werden euch in euren Tod verfolgen. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht treffen sie euch auch einfach nur am Kopf und ihr sagt einfach mal Aua und alles ist schnucki. Jo, dann mische ich mir... Guck ich doch auch einmal, wie es unserem kleinen Schleimi geht. Oh. Oh, der kleine Schleimi ist despawned. Schade. Menno, ich mochte den kleinen Slimy, der war nett. Okay, dann farmen wir halt erstmal das Schilf, hier das Zeug hier ab, ne? Keine Ahnung, wie es heißt, ich farm's ab. So, gefarmt. Bam, episch. Und natürlich möchte ich mich einmal bei euch bedanken. Erstmal dafür, dass Feed the Beast offenbar sehr gut bei euch ankommt. Also ich bekomme sehr viel Zusprache von wegen, ey, das machst du echt super, Stampus, ey, voll geiles Let's Play und so. Und da freue ich mich schon mal drüber, wenn es euch gefällt. Und ihr habt auch unter dem letzten und unter den anderen Parts sehr viel an Themen geschrieben, die ich mal gerne im Let's Play anschneiden soll, wenn mir gerade mal der Stoff zum Labern ausgeht. Und das werde ich doch auch sehr gerne mit euch machen. Allerdings jetzt gerade nicht, weil ich noch Stoff zum Labern habe. Wir werden es wahrscheinlich auch so einrichten, dass die erste Folge hier... Da ich die heute noch hochladen möchte, gerade mal 20 Minuten lang ist und dann werde ich auch schon sofort erstmal eine Aufnahmepause machen und das Ding hochladen. Und oh Gott, jetzt habe ich so viel Zeug hier, jetzt müsste ich mir eigentlich schon mal neue Kisten machen. Ist jetzt die Frage, kann ich mir schon Iron Chests machen? Ich habe wahrscheinlich nicht genug Eisen, oder? Gucken wir doch einfach mal nach, wie man sich Iron Chests macht. Oh Gott, so viel Zeug, was ich mir aus Eisen machen kann. Ja, holy shit. Da finde ich niemals das, was ich brauche. Dann baue ich mir noch einfach mal eine Chest und guck, was ich mir aus den Chests machen kann. Mal abgesehen von einem Rucksack, den ich mir definitiv bald bauen werde. Das wurde uns unter anderem auch in den Kommentaren vorgeschlagen. Ey, Stabus, bau dir doch mal einen Rucksack. Und da habe ich einmal das Rezept dafür nachgeschlagen und ich finde das eine super Idee, mir einen Rucksack zu bauen, weil ich habe echt gemerkt, jetzt mit den ganzen neuen zusätzlichen... wo ist der? Da ist der verdammte Knopf. Mit den ganzen neuen zusätzlichen Items wird so eine Chest echt, so ein Rucksack echt notwendig, weil mir sonst der Inventarplatz viel zu schnell voll geht. Was bist du? Itemfiller. Uninteressant. Ich will eigentlich nur wissen, wie ich einen Rucksack baue. Ja, ganz viel lustiges Zeug. Eine Enderchest. Oh, ganz viele verschiedene Enderchests. Menno. Ah, oh, da hätte ich ja gerne welche von, aber ich habe weder Obsidian noch Blaze Rods. Ich möchte so schnell wie möglich in die Hölle, ernsthaft. So schnell wie da. Iron Chests. Ich weiß, dass ich die Chests später upgraden kann, aber ich glaube, im Moment habe ich noch nicht genug für eine Gold Chest. Müssen wir mal gucken. Gold Chest? Wie mache ich mir eine Golden Chest? Golden Chest? Hallo? Okay. Ach so, eine Golden Chest mache ich mir dann aus einer Iron Chest wahrscheinlich. Und ich glaube... Diggers, Miner's Backpack, das ist der Backpack unserer Wahl, aber ich habe dafür wahrscheinlich nicht genug Strings. Und eine Iron Chest war ja relativ einfach zu machen. Habe ich Strings? Ich habe gar keine Strings. Naja, machen wir uns erstmal eine Iron Chest und dann gucken wir später mal, ob wir das Ding aufleveln können.
Flup, 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 flup. So. Iron Chest. Erstmal ein voll unorganisiertes, organisiertes System hier. Wow, in die Iron Chest passt nebenbei genauso viel rein wie in die Doppelchest, aber sie nimmt halt weniger Platz weg, also passt das schon. So, und während das Glas fröhlich vor sich hin köchelt, gehe ich mir mal mit meinem epischen Rubinschwert durch Rubinhaftigkeit ein paar Spinnen schlachten. Moment, was habe ich eigentlich? Ja, Bronze Chestplates. Ja, okay, ich habe Bronze Chestplates. Gut, das reicht. Ich werde jetzt Spinnen töten. Hallo Spinnies, ich weiß, ihr seid hier irgendwo. Ihr seid doch bestimmt hier irgendwo, oder? Ich brauche eure Seide. Oh Gott, so viele Schafe hier. Ich muss mir Oh mein Gott, so viele Schafe. Okay, also morgen, also am nächsten Tag, das erste, was ich mache, ist erstmal den See hier abfarmen oder ausfüllen oder was auch immer. Und dann werde ich mir sowas von einem Schafgehege machen. Ich brauche Schafe ohne Ende. Schafe! Keine Spinnen? Hallo, Spinnies. Ich habe jetzt extra auf der Minimap ausgeschaltet, dass man die Monster sehen kann, aber irgendwo sollte hier doch eine Spinne sein. Hallo Kühe. Ja, euch muss ich nachher auch noch irgendwie in einen Gatter bringen. Noch mehr Schafe. Oh mein Gott, sind hier viele Schafe auf der Welt. Das ist, ernsthaft, das ist sowas von meine Welt. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich für einen Seed eingegeben habe. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, aber es war irgendwas von wegen Ultra-Schaf-Power oder so. Irgendwas in die Richtung war es. Und keine Spinnen? What the fuck? Habe ich auf... Moment. Wow, ich glaube, ich genierte wieder auf Peaceful, oder? Ja, ich genierte wieder auf Peaceful. So easy. Wo sind die Spinnen? Hallo, Spinnies. Ich wage mich mal ein wenig in dieses Grasland. Oh, da ist eine. Da ist eine. Direkt neben den Creeper, verdammt. Komm erstmal du her, du Spinne. Ich brauche deine Seide. Komm. Komm her. Huah. Ja. Du und ich. 101. Bitch. Schlampe. Hallo, Creeper. Nicht explodieren, Menno. Ich mag doch den Sprengstoff, den du hinterlässt. Außerdem sieht das verlässlich aus, wenn Creeper explodieren. Doof. Doof, 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 doof. Hallo, Schafe. Hallo, hallo, Skelett. Oh, bitte, ja, bitte, 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 bitte. Bone Meal, Bone Meal. Und vielleicht, oh Gott, ja. Also, ich bin dafür, wir machen jetzt mal eine riesige Monster-Farm-Aktion hier. Denn vielleicht bekomme ich ein paar Shards auf Minum. Das wäre richtig Knorke. Knorke. Da haben wir einen Enderman. Hallo, Enderman. Krieg ich dich kaputt gehauen? Ich guck dir nicht ins Gesicht. Ah, da habe ich sogar mein Eisenschwert für mich. Wow. Ganz ruhig, Meister. Sie kommen auch noch dran. Jeder darf mal hier. Keiner wird vernachlässigt. Habe ich da jetzt Seide draus bekommen? Ich weiß es nicht. Noch mehr Spinne. Spinne? 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 Oh, da hat ein Shard auf Mine. Wow, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ein Rider. Ah, geh weg. Nein, jetzt hat er mich. Ah! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ihr wollt mich umbringen, ihr Pisser. Warum tut ihr sowas? Puh, das war knapp. Da hat ein Shard auf Minum gedroppt. Ich hab's genau gesehen. Hier irgendwo hat ein Shard auf Minum gedroppt. Hallo, Shard of Minum. Erstmal essen, damit ich mich wieder regeneriere. Ich hoffe einfach mal, ich hab's eingesammelt. Einmal Creeper. Zwei, drei. Yes! Yes, ich hab dich erwischt, Schlampe. Erwischt habe ich dich. Baby. Und ich habe zwei Stringies. Ich will nochmal zwei Stringies. Hier ist auch Öl. Oh mein Gott. Auf die. Also, wow. Öltechnisch ist diese Map ja zugeschissen. Wobei, ich glaube gar nicht, dass das... Das könnte eine Quelle sein. Ja. Hier sind bestimmt noch... Was ist das? Es ist Schnee, okay. Uninteressant. Gehen wir wieder zurück nach Hause. Ich glaube, ich habe mir den Weg gemerkt. Habe ich mir eine Schere inzwischen gemacht? Nein, aber... Ich habe genug dabei, um mir eine Schere zu machen.
Dann rasieren wir doch einfach mal ein paar Schafe. Oh yeah. Hallo Schäfchen, jetzt werdet ihr nackig gemocht. Fanservice incoming. Zopp und zopp und zopp. So viele Schafe, oh mein Gott. Ich muss euch alle einfangen und zähmen und dann ganz lustige Dinge mit euch tun. Spinne. Scheiß auf Schafe, da ist eine Spinne. Ey, Spinnchen, du hast ja einen sexy Arsch heute. Komm, und au, au, au. So. Habe ich dich auch? So, und dann können wir auch gleich schon mal, während ich hier auf dem Weg zurück bin, das erste Thema anschneiden. Und zwar fragt der Phil Muster, hey Stambus, red mal drüber, welches Yu-Gi-Oh! Deck du gerne spielst. Gerne doch. Das finde ich sogar eine relativ interessante Frage, da ich ja eine lange Zeit Competitive Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Generell, im Moment, jetzt gerade in der aktuellen Meta bei Yu-Gi-Oh! In Yu-Gi-Oh! Online etc., es ist ja im Moment die Taktik, dass die Decks, die möglichst schnell, möglichst viel und möglichst, hallo Creeper, und möglichst konsistent, also regelmäßig, viele Monster beschwören. Also es geht um viele Spezialbeschwörungen und diese Spezialbeschwörungen möglichst dauerhaft und regelmäßig rauszubekommen. Ich muss sagen, mir gefällt das Prinzip an sich sehr gerne, da ich früher schon auf dieses Prinzip gespielt habe. Thema Pflanzendeck. Allerdings, im Moment spiele ich eigentlich sogar lieber Decks, die gegen diese Spezialbeschwörungstaktiken arbeiten. Einfach so, um die derzeitigen Meta-Decks auseinanderzunehmen und zu sagen, ey, lol, du beschwörst viele Monster, ich kann dich auch besiegen, wenn ich nur ein Monster pro Zug beschwöre. Da wären jetzt mein Froschdeck gefragt, mein Wangu-Bürden-Deck, das ich habe. Sowas spiele ich im Moment sehr gerne, einfach um die Gegner ein bisschen zu nageln, von wegen, hey, ich hau dich, weil du denkst, du kannst viele Sachen beschwören, aber ja, ich brauch das nicht und ich besieg dich damit trotzdem. Und sonst früher in meiner Competitive-Zeit, mein absolutes Lieblingsdeck war das Giga-Pflanzen-Deck. Dreimal Giga-Pflanze, dreimal Einzelfeuerblüte, die war zu der Zeit noch dreimal im Deck erlaubt. Und dann hat einfach mein Deck genagelt ohne Ende. Ich habe pro Runde, wenn es hochkam, 2 Normalbeschwörungen, 5 Spezialbeschwörungen plus nochmal 2 Synchrobeschwörungen rausgekriegt. Und das war ziemlich übel. Ja, das war ziemlich übel. Und ich muss gerade zugeben, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Da, okay, ich habe mein Haus wiedergefunden, alles gut. Ich hatte gerade schon ganz kurz Panik, dass ich mich verlaufen hätte, aber da ist mein Haus, beziehungsweise mein angefangenes Haus. Holy moly, egal, da sind noch Schafe, also, ja, also, wie gesagt, Giga-Pflanzendeck war immer mein absolutes Lieblingsdeck. Leider funktioniert es jetzt nicht mehr so super gut, aber es bietet sich inzwischen an, es mit Black Garden zu spielen und daraus ein Anti-Deck zu machen mit vielen Konterkarten, was ich im Moment auch spiele, aber ich mag die Karte Black Garden nicht, auch wenn sie funktioniert, aber ich mag sie nicht so gerne. Ich mag sie einfach nicht, meine Freunde. Meh. So effektiv sie auch ist, aber ich muss sie einfach nicht haben. Punkt. So, ihr Schilfis, ihr seid munter fröhlich am Wachsen. Ich hab, oh mein Gott, ich hab einen Arsch voll an Wolle mitgebracht. Das ist super. Die Wolle packe ich erstmal da rein. Keine Panik, meine Kisten sortiere ich später irgendwann. Moment, die Wolle packe ich da rein, nachdem ich mir einen Rucksack gebaut habe. Und zwar ein Mining Backpack. Ich mag die Mining Backpacks. Upp. Und flupp. Nein. Ich krieg das hin. So. Jetzt die Stringies hier rum verteilen und oben und unten Wolle. Yay, Mining Backpack. Wupp, 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 wupp. Um es an die zu erklären, die den Mining Backpack nicht kennen, ich drop jetzt einfach mal hier das Eisen. Und ihr seht, ich habe kein Eisen in meinem Inventar. Ich sammel's auf und es ist immer noch nicht in meinem Inventar. Sondern jetzt, wenn ich Rechtsklick mache, in meinem Mining Backpack. Ich kann es da jederzeit wieder rausholen, ich kann es da auch drinnen lassen. Ich finde das Ding saupraktisch, aber ich werde es nur auf Minenerkundungstouren mitnehmen. Damit ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Und so, jetzt einfach mal gucken. Alles, was ich hier habe, da rein.
Gut, dann ist das auch damit voll und der Rest kommt hier rein. Flop. Unsortierte Chests sind unsortiert, aber das, keine Panik, das kommt noch irgendwann später. Habe ich noch Kohle? Kohle. Ah, shit, ich habe keine Kohle. Naja, dann habe ich halt keine Kohle. Dafür haben wir einen Arsch voll Glas. Glas ist wichtig. So, was mache ich mir jetzt als nächstes? Jetzt mache ich mir, glaube ich, mal eine Tube. Wenn ich wüsste, wie eine Tube geht. So, was können wir denn alles aus Holz machen? Habe ich jetzt da so meine Finger wieder richtig auf die Tastatur legen? Ja, das kenne ich ja alles. Das ist die Bowl, das ist der Haken. Oh. Lectern. Ach, da kann ich, okay, da kann ich, auf sowas hier kann ich Pages raufpacken. Bookstand, Bookstands, Writing Desks, Redstone Engines, die Babys werden wir uns später machen. Wooden Transport Pipes, Buchbinder, okay. Was auch immer du bist, du siehst lustig aus. Und da haben wir das Normal Chest to Iron Chest Upgrade. Okay. Detector Item. Water Tank Siding. Ich suche eigentlich die Tube. Wie mache ich eine Tube? Okay, also daraus mache ich schon mal keine Tube. Mache ich daraus Tube? Oh Gott, aus Stickies macht man auch so viel Zeug. Nein, keine Tube. Ich finde das ganz bestimmt. Also, um zu erklären, was ich jetzt will. Ich möchte einen Zapfhahn. Einen Zapfhahn möchte ich mir bauen. Ich kann eine Vogelscheuche bauen? Oh mein Gott. Aus Melons and Pumpkins. Ich brauche Melons. Ich will eine Vogelscheuche haben. Oh mein Gott. Screwdriver. Screw you. Und ein Support Frame. Nein. Okay. Athem. Das sieht aus wie ein Schwert. Gut, ich weiß nicht, wie man eine Tube baut. Und es sieht auch nicht so aus, als würde ich das jetzt hier noch herausfinden. Bitte? Village. Wow. Vile Sword, Paintbrush, ah, so viel Zeug, Eisenräder, zu viel Zeug, Quarz Cutting Knife, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Leute, ich bin verwirrt, Logtuner, ich suche was ganz Bestimmtes, wo ich weiß, was es ist. Okay, ich habe es nicht gefunden, dann nutzen wir doch einfach mal das Recipe Book 2.0. Auch genannt Too Many Items. So, einigen von euch dürfte das ja ein Begriff sein, das ist der Not Enough Items Hack, beziehungsweise Too Many Items Hack, aber es heißt inzwischen Not Enough Items. Und keine Panik, ich kann mir hier nichts cheaten. Das Ding fungiert ebenfalls nur als Rezeptebuch. Ich kann hier alles anklicken und herausfinden, wie es gebaut wird. Oder auch einfach eintippen, was ich will. Dazu muss ich immer einmal an meinem Studiomikrofon vorbeischauen. Verdammt, verschrieben. Okay, das Ding heißt gar nicht Tube. Shit. Fuck, jetzt muss ich das so suchen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wie du aussiehst, aber offensichtlich weiß ich nicht mal, wie du heißt. Ich will einen Zapfhahn bauen. Schreit, wenn ihr den Zapfhahn seht und ich ihn übersehe. Das wäre voll nett. Und jetzt sehen wir mal, was es hier für alle tolle Sachen gibt. Keine Panik, ich finde das. Holy motherfucking Jesus. Ich krieg das bestimmt irgendwie. Hier ist viel Zeug, ja, toll. Aber immer noch nicht das, was ich suche. Was bist du annehmend? Ich sehe es auch nicht. Vielleicht habe ich es schon überblättert.
Oh mein Gott, so viele Schienen. Da haben wir einen Bookshelf. Nein. Da sind Fackeln. Oh ja, genau. Ich bitte euch einmal um Hilfe. Und zwar habe ich ich habe einen Feed the Beast Server gehostet, wo ich privat ein bisschen zusammen mit zwei Freunden spiele. Einfach um so ein bisschen Zeug herauszufinden, was ich denn nicht im Let's Play herausfinden muss. Aber keine Panik, ich werde im Let's Play auch noch genug Zeug herausfinden. Könnt ihr mir sagen, wofür die Schwefel und die Aluminium-Torches da sind? Das wäre echt cool. Ich glaube, ich komme dem, was ich will, schon näher. Das hier sieht alles nach Werkzeug aus gerade. Oder auch nicht. Ist das eine Stimmgabel? Whistle-Tuner. Das sieht echt so aus wie eine Stimmgabel. Lol. Ernsthaft, was kann doch nicht so schwer sein, so eine Wooden Tube zu finden? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Ich habe es garantiert schon überblättert. Seriously, ich sehe es immer noch nicht. Das ist es auch nicht. Holy. Ich hoffe nicht, dass ich es übersehen habe. Ich gehe gleich einfach nochmal durch. Das ist eine voll spannende Folge, aber immerhin seht ihr schon mal, was das alles an Items auf uns zukommen werden. Wo ich über 80% nicht weiß, was es ist und was es bringt. Tri-Torch, toll. Ich weiß, dass ich kann Tri-Torches machen. Ernsthaft, wie gehen die? Aus drei Fackeln kann ich eine Tri-Torch machen. Das probiere ich gleich mal aus. Na, damit wir wenigstens ein Erfolgserlebnis jetzt haben. Ernsthaft, wenn das, was ich suche, auf der letzten Seite ist, dann schrei ich. Dann schrei ich ernsthaft. Nein, nein. Da ist es. Tree-Tap heißt es. Es heißt Tree-Tap und Sprouse. Aus Holz wird es so gebaut. Gut, also Tree-Tap und die Try. So, also erstmal bauen wir uns jetzt eine Try-Fackel. Try-Torch. Okay. Ich habe eine Try-Torch. Das sieht voll cool aus. Yay, ich habe eine Tri-Torch und weiß nicht, was ich damit mache. Ich kann die nirgendwo ranpacken. Lol. Wie cool ist das denn? Ich habe eine Tri-Torch und weiß nicht, was ich damit machen kann. No problemo. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das ging. Fuck, wie gingst du? Okay, falsch gebaut. So. Yay, Tree-Tap. Wir haben eine Tree-Tap. Wupp, 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 wupp. Also, Tree-Tap, jetzt werden erstmal ein paar Rubberbäume ausgesüffelt. Während ich mir noch einen Apfel in die Kauleiste drücke. Upsala, so, jetzt süffle ich mal ein paar. Wow, die Musik wird ja auf einmal laut. Einen Moment, das muss ich kurz leiser stellen. Aua. Mann, ist das gut, dass ich das immer im Nachhinein in der Aufnahme runterschraube. Und ich sehe schon, ich habe gleich mein Zeitlimit erreicht. Aber ich will vorher noch die Rubberbäume ein bisschen melken. So. Und zwar packe ich jetzt dich daran. Ja, da kriege ich Sticky Risen. Und ich weiß, wenn ich diese Rubberbäume hier stehen lasse, dann kommen diese... Ja, das, wo ich gerade dieses Sticky Risen einsammle, das kommt wieder. Deswegen lasse ich einfach mal ein paar Rubberbäume hier stehen. Da hinten standen auch noch welche. Und ich habe schon gesehen, dass da gerade wieder ein Slime gespawnt ist, aber interessiert mich gerade herzlich wenig, da ich noch ein paar... Oh, du interessierst mich. Hallo. Ach, Menno, keine... Nichts hinterlassen, was ich brauchen kann. Menno. So, hier, okay, du hast keinen Ansaugstutzen, du aber. Und da noch einen, daraus kann ich nachher super Gummi machen. Und das Rubber werde ich brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Nein, ich wollte da gerade wie so ein Boss Bunny hoppen, aber das Ding trifft mich irgendwie. Menno. Aimbot, Cheat-War. Unfair, Digga, geht voll gar nicht. So, es waren alle Rubberwoods in meiner Umgebung erstmal. Gut, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle einmal die Folge. Keine Panik, ich nehme gleich weiter auf, aber ich will diese Folge jetzt rechtzeitig rendern, damit ihr die heute noch bekommt. Also, wenn ihr diese Folge an dem Tag seht, wo sie hochgeladen wurde, dann könnt ihr euch sicher sein. Ich
trenne jetzt auch einfach nochmal den restlichen Sand hier weg. Und das will ich wieder wegmachen, weil es hässlich aussieht. So. Ich hoffe, das werde ich so schnell nicht wieder brauchen. Ups, hier hatte ich doch schon ein bisschen was von dem Zeug. Jetzt habe ich auch noch einen kaputten Bogen. Ei, so. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und sie ist doch schon wieder viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Naja, kein Problem. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feed the Beast. Bis dahin. Tschüss.